Hallo. Wir machen heute weiter mit dieser Ansicht. Es tut mir leid, dass ich mein Gesicht nicht zeige, aber Leute, ich bin immer noch krank und ich fühle mich nicht besonders gut und habe nicht so richtig Lust, meine Nase im Internet zu zeigen. Deswegen mein wunderschöner Kalender, der so gut wie fertig ist. Ich dachte mir, wir reden heute mal nicht darum, wie man ihn wunderschön macht, sondern auch, was man inhaltlich tun kann, um ein erfolgreiches Jahr zu haben. Es gibt so ein paar Dinge, die ich mir jedes Jahr einschreibe in meinen Kalender, weil sie mir das Gefühl geben, ich habe alles im Griff, weil sie mir einen guten Überblick geben und ein paar davon sind wahrscheinlich offensichtlich, andere vielleicht nicht so. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Dingen an, die ich in meinen Kalender schreibe, um ein erfolgreiches Jahr zu haben und dann können wir darüber sprechen, was ihr in euren Kalender schreibt, um ein erfolgreiches Jahr zu haben. Los geht's! Das erste ist wahrscheinlich sehr, sehr offensichtlich und zwar sind das Geburtstage. Die werdet ihr wahrscheinlich sowieso auch alle in den Kalender schreiben. Wenn nicht, ihr solltet es tun. Das ist einfach meine Art, an meine Liebsten zu denken, mich daran zu erinnern, dass sie Geburtstag haben. Denn manchmal zieht einen das Leben so von A nach B und man ist so beschäftigt mit sich selbst, dass man gerne mal vergisst, dass es noch andere Menschen im Leben gibt, die einem wahnsinnig wichtig sind. Von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man hier so eine kleine Erinnerung in den jeweiligen Monaten hat, wann bestimmte Leute Geburtstag haben. Und bevor ich jetzt hier irgendwas eintrage, kläre ich vielleicht nochmal die Stiftefrage. Da haben mich einige gebeten, mal was dazu zu sagen. Nicht geeignet für diesen Kalender, aber auch für die Moleskins habe ich festgestellt, ist so eine Art Stift, so ein Fine Ink Roller. Die sind sehr, sehr schön zum Schreiben. Ich mag die sehr gern, aber definitiv nicht in Kalendern, weil die durchbluten. Die drücken nicht nur durch die Seiten, sondern sie bluten tatsächlich durch, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Durchdrücken ist für mich kein Problem, aber durchbluten finde ich sehr, sehr unangenehm. Ein anderer Fineliner, den ich persönlich sehr gerne mag, ist der Stabilo Point 88. Mag ich gerne, schreibe ich sehr viel mit, aber auch der ist nicht so richtig geeignet für diesen Kalender oder auch für sehr, sehr viele andere Kalender, weil einfach die Seiten bei Kalendern relativ dünn sein müssen, weil sonst so ein Kalender einfach mal so dick ist. Wenn man einen Kalender machen will, in dem sehr, sehr viel drin ist, der aber nicht 2,5 Meter dick sein soll, muss man sich irgendwie für ein Papier entscheiden, das nicht ganz so dick ist. Deswegen finde ich diese beiden nicht so praktisch. Was ich sehr, sehr empfehlen kann, sind diese hier. Und zwar sind die von Edding, soweit ich weiß. Ich glaube, hier war mal ein Tag dran, den habe ich wieder abgepult. Das ist schon ein bisschen älter und es ist ein sehr, sehr, sehr dünner Stift. Ich meine, 0,3 oder 0,2 oder sowas. Der ist wirklich sehr, sehr dünn. Der ist wirklich super geeignet, auch für dünnere Seiten. Den mag ich sehr gerne und benutze ich auch gerne. Und natürlich die Leute, die sich schon ein bisschen länger mit Planern beschäftigen, kennen sie schon. Die Mutti-Stifte finde ich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Die schreiben sehr schön, die schreiben sehr angenehm. Man kann da wirklich viel mitschreiben, ohne dass die Hand lahm wird. Und die eignen sich eben sehr, sehr gut auch für Kalender, die einfach so ein mitteldünnes Papier haben. Gut, nachdem wir das geklärt haben, fange ich mal an, die Geburtstage, die für mich relevant sind, hier reinzuschreiben. Wundert euch nicht, ich schreibe jetzt hier in diesem Video nicht jeden Geburtstag rein, der für mich relevant ist, sondern nur ein paar von Leuten, die ihr sowieso kennt, weil ich einfach niemanden im Internet bloßstellen, ist das falsche Wort, aber Informationen und so, ihr wisst schon. Wenn ich damit fertig bin, dann schreibe ich mir diese Geburtstage sehr gern auch schon mal in die Wochenübersichten bzw. auf die einzelnen Tage. Das müsst ihr natürlich nicht machen, wenn ihr jemand seid, der mit der Monatsübersicht arbeitet und dann von dort aus jede Woche eine Woche im Voraus plant, könnt ihr es natürlich dann machen. Ich bin aber, wie wir alle wissen, sehr paranoid und denke mal, ich vergesse alles, deswegen schreibe ich mir das gerne jetzt schon mal auf. Ihr könnt an der Stelle natürlich mit Farben arbeiten, ihr könnt Sticker verwenden, Stempel, was immer euch gefällt. Ich habe ja letztes Jahr diese Kerzenstempel gehabt, die ich eigentlich sehr schön fand, aber die mir im Laufe des Jahres dann doch irgendwann auf den Keks gegangen sind. Deswegen habe ich sie für dieses Jahr erstmal abgewählt. Wenn es mich rappelt, vielleicht stempel ich sie noch nach. Aber erstmal möchte ich die Geburtstagskinder einfach nur so da reinschreiben. Ich vermute mal sehr stark, wenn ich einen roten Fineliner habe, den ich momentan nicht habe, werde ich die nochmal irgendwie farblich besser markieren, dass ich das besser sehen kann. Aber erstmal reicht mir das so. Wenn das geschafft ist, gehe ich zurück in meine Monatsübersichten und google mal, welche Feiertage wir denn 2017 haben. Ja, ich muss das googeln, ich habe keine Ahnung. Und wir haben ja in Berlin nicht so wahnsinnig viele, deswegen ist das auch schnell gemacht. Aber das ist was ich mir auch aufschreibe. Findet vielleicht der ein oder andere auch blöd, weil bestimmte Sachen natürlich klar sind, Weihnachten, 24. und so weiter. Aber andere Sachen, wie Tag der Arbeit, habe ich einfach nie auf dem Schirm und wundere mich dann, warum der Bäcker zu hat, wenn ich morgens versuche, Brötchen zu holen. Ja. Nur fürs Protokoll, ich habe mir Weihnachten und Silvester nicht aufgeschrieben, weil ich denke, ich vergesse es, sondern der Vollständigkeit halber. Es muss alles seine Ordnung haben.
wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir sehr gern auch die Zeit bei den Leuten, wo ich weiß, dass ich ihnen zum Beispiel zum Geburtstag was schicken will, mir im Kalender selbst 2-3 Tage vorher aufzuschreiben, dass das Päckchen oder die Post oder was auch immer an sie losgehen muss. Das heißt, im Fall von Klingel würde ich hier wahrscheinlich am 30. Post an sie losschicken, und damit ich das nicht vergesse und irgendwie einen Tag vorher denke, whoops, schreibe ich mir auch das auf. Und zwar nicht in die Monatsübersicht, sondern in die Wochenübersicht. Ihr könnt hier natürlich jetzt hinschreiben, Post für XYZ losschicken. Ich habe mir einfach angewöhnt, den Namen hinzuschreiben und so ein Pfeil, dann weiß ich schon, was los ist und woran ich mich erinnern muss, und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Das nächste, was ich für sehr wichtig halte, in den Kalender einzutragen, sind Arzttermine bzw. voraussichtliche Arzttermine. Ihr wisst ja, dass man zu bestimmten Ärzten einfach in regelmäßigen Abständen gehen sollte. Zahnarzt mindestens einmal im Jahr, Frauenarzt mindestens einmal im Jahr. Deswegen kann man ja ungefähr abschätzen, wann war ich das letzte Mal, in welchem Monat sollte ich vielleicht gehen. Und es ist dann sehr klug, sich einen Monat vorher einzuschreiben, dass man sich einen Termin bei dem Arzt holen sollte. Wobei, ihr kennt eure Stadt wahrscheinlich besser. In Berlin müsste man es wahrscheinlich noch früher machen. Da ich aber zum Beispiel zu meinem Zahnarzt in meiner Heimatstadt immer noch gehe, reicht bei mir ein Monat. Ich habe das allerdings schon gemacht. Ich habe am 3. Februar einen Zahnarzttermin. Yay, den schreibe ich mir jetzt ein. Ist das supi, da freue ich mich sehr drauf. Wenn ich diesen Termin also jetzt im Februar noch nicht hätte, würde ich mir im Januar bei Aufgaben hinschreiben, Zahnarzttermin machen, würde mich sehr darüber freuen und es dann machen und hingehen. Genauso ist es auch mit Frauenarztterminen, mit Augenarztterminen, mit allen möglichen Vorsorgeterminen, die man so im Laufe des Jahres macht. Das schreibt man sich sehr ungern auf, aber wenn man es dann gemacht hat und hinter sich hat, ist man ganz froh und stolz auf sich, dass man es geschafft hat und nicht einfach vor sich hergeschoben hat und dann irgendwie nach 2 Jahren denkt, wow, Zahnarzt, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Kleiner Tipp, wenn ihr zu eurem Zahnarzt reinkommt und das Gefühl habt, wow, der ist alt geworden, wart ihr zu lange nicht da. Die nächste Sache, die ich mir sehr gern einschreibe, sind Putzaufgaben. Und das finden die einen oder anderen wahrscheinlich wieder sehr komisch und die anderen sehr, sehr unnötig. Auf jeden Fall gibt es so gewisse Dinge in unserem Haushalt, die ich in größeren regelmäßigen Abständen mache, wie zum Beispiel Gardinen waschen oder auch Bettdecken waschen. Das ist vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, an dem ich das so ein bisschen festmachen kann. Ich wasche unsere Bettdecken immer einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Die Bettdecken, die Kissen, die Unterbetten und all diesen Quatsch. Wow, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Schiss, dass das total unhygienisch ist und ihr alle eure Bettdecken und Unterbetten und so weiter ihre Bettdecken und Kopfkissen und Unterbetten jede Woche waschen und ich bin voll eklig, weil ich zugebe, wow, man begibt sich schon sehr auf dünnes Eis mit diesen Kalendervideos. Definitiv waschen wir unser Bettzeug immer im Frühjahr und im Herbst, und damit ich das nicht vergesse, schreibe ich mir das gerne hier auch einfach als Aufgabe hin. Ich mache das meistens im März, April und nochmal im September, Oktober, wo es noch nicht so ganz kalt ist, damit es einfach schneller trocknet, und dann hat man für die kalte Jahreszeit immer so sehr schön frisch gewaschene Bettwäsche. Ich mag das sehr gerne. Einmal im März und einmal im September. Und eine Sache, die für mich wahrscheinlich am allerwichtigsten ist, um das Jahr erfolgreich zu machen, ist, mir Jahresziele zu machen, die ich tatsächlich auch in mein Jahr einordne. Deswegen habe ich diese Seiten hier im Kalender, wo Platz ist für Jahresziele und eben die Möglichkeit, sie in die 4 Quartale des Jahres einzuordnen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, und ich merke auch immer wieder, dass für mich persönlich Erfolg, der Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg ist, ob ich mir Ziele gesetzt habe oder nicht fürs Jahr. Das ist ganz komisch. Und ihr seht schon, ich habe hier noch nichts eingetragen. Ich sitze immer noch an meinen Jahreszielen. Ich habe sie noch nicht fertig formuliert. Sobald das so ist, kommen sie hier rein und ich werde sie dann auch gleich einordnen. Einfach um zu gucken, welches Ziel, was ich mir gesetzt habe, kann ich gleich im Januar vielleicht machen. Oder welches Ziel ist eher was, was man im Sommer erledigt. Manche Sachen sind ja so an gewisse Jahreszeiten gebunden. Wie auch immer, ich finde es ganz praktisch, das sich einmal zu überlegen und einzuteilen. Den wichtigen Teil an der Stelle finde ich, dass man dann auch gleich, wenn man weiß, okay, hier zum Beispiel habe ich 6 Sachen, die ich machen will, dass man gleich im Januar guckt, welche von den 6 Sachen kann ich mir für diesen Monat vornehmen. Exakt deswegen mag ich auch diese Aufteilung so wahnsinnig gerne, weil ich Platz habe für so banale Sachen wie Bettwäsche waschen und auf der anderen Seite eben Platz habe für die Ziele, die ich mir für den Monat vorgenommen habe. Und das finde ich sehr praktisch, weil es ist zwar ein ganzer Monat und es kommt einem immer wahnsinnig lang vor, aber diese 4 Wochen sind so schnell vorbei. Und was ich dann für die Wochenplanung sehr gern mache, ist mir diese Ziele hier anzugucken und zu überlegen, was davon kann ich in einer Woche machen, beziehungsweise welches Ziel kann ich runterbrechen auf ein kleineres
weiteren Schritt, den ich mir dann für diese Woche vornehme. Deswegen auch eben dieser Teil hier mit den Zielen und Aufgaben an der Stelle. Das finde ich sehr praktisch, weil man dann wirklich auch größere Sachen klein bricht und machbarer macht. Und alles wird irgendwie so ein bisschen einfacher und man ist überrascht, wie viel man schaffen kann, was man alles erreichen kann. Und ich liebe, liebe, liebe das. Mich würde jetzt sehr interessieren, welche Dinge schreibt ihr in euren Kalender? Was ist für euch wahnsinnig wichtig? Was dürft ihr auf keinen Fall vergessen? Dann können wir gerne mal in den Kommentaren so ein bisschen sammeln und unsere Kalender fit machen für 2017. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns morgen, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.